Wir wollen einfach die Daten erheben. Wir wollen uns auch in Zukunft damit beschäftigen, das zu monitoren und dann gemeinsam mit der Behörde idealerweise, aber vielleicht auch mit der Politik die Diskussion zu führen, was denn hilfreich ist, um so eine Situation allenfalls zu verbessern und den Patienten einerseits früheren Zugang zu diesen Therapien zu geben oder aber andererseits natürlich auch für die Unternehmen als Interessensvertretung der forschenden pharmazeutischen Industrie ist es auch relevant, die hohen Investitionskosten wieder hereinzuspielen, auch über die Attraktivität des Marktes zu diskutieren und dafür klare Zahlen, Daten und Fakten zusammenzutragen und einer gemeinsamen Evaluierung zur Verfügung zu stellen.